Bereich der Handelspolitik haben also die Europaabgeordneten relativ große Einflussmöglichkeiten, weil es so ist, dass soweit es sich um reine Handelsverträge handelt, das Europaparlament und der Europäische Rat abschließend beschließen. Das heißt, es wird also nicht nochmal eine Runde in den nationalen Parlamenten gedreht und wir sind die Einzigen, die auf parlamentarischer Ebene das ratifizieren müssen. Die formalen Rechte sind darauf begrenzt, dass wir Abkommen, wenn sie ausgehandelt sind, zu ratifizieren haben. Wenn wir Nein sagen, gibt es das Abkommen nicht. Wenn wir Ja sagen, muss noch zusätzlich der Rat also dem auch zustimmen. Das haben wir natürlich dazu genutzt, um also nicht nur am Ende einmal Ja oder Nein zu sagen, sondern wir werden umfassend über die einzelnen Diskussionsstände in den Abkommen unterrichtet. Es wird gleichzeitig, haben wir ein Monitoring-System etabliert. Wenn Vereinbarungen geschlossen sind und Abkommen geschlossen sind, kommt es natürlich auch darauf an, parlamentarisch zu kontrollieren, was passiert denn eigentlich mit den Bestimmungen, die dort drinnen stehen. Wird das eigentlich auch wirklich umgesetzt oder nicht umgesetzt? Und da geht es uns eben nicht nur um die rein technischen Fragen, so, und die Frage der Entwicklung der Handelsbeziehungen, sondern natürlich auch, inwieweit sind Nachhaltigkeitskapitel oder Menschenrechte oder Arbeitsrechte Nehmerrechte da entsprechend berücksichtigt. Über TTIP wird nicht weiter verhandelt. Allerdings haben wir natürlich einen regen Austausch nach wie vor mit den USA. Allerdings vor allen Dingen um die Frage, wie wehren wir deren also protektionistischen Angriffe ab? Die USA hat ja entsprechend Strafzölle auf verschiedene Güter erhoben, die also nicht also über die Regeln der WTO, also der Welthandelsorganisation, gedeckt sind. Da versuchen wir Gegenmaßnahmen zum einen zu ergreifen, zum zweiten natürlich mit den USA zu reden, ob das wirklich also sehr schlau ist, also diese Strafzölle, die aus ihrer Sicht Strafzölle aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig haben wir Gespräche über einzelne Produkte, inwieweit man dort also zu Handelserleichterungen kommen kann. Aber insgesamt also würde ich es immer noch mehr als Eiszeit betrachten. Was eben daran liegt, dass also Donald Trump also ausgerufen hat, America First, und das so interpretiert, dass America First heißt, wir machen grundsätzlich nur das, was uns selbst richtig nutzt, und alles andere weisen wir zurück. Das ist natürlich immer eine sehr schlechte Basis für gegenseitige Gespräche und Verhandlungen. Wir sind gespannt, ob sich das nach dem 3. November verbessern sollte. Wenn Trump dranbleibt, sicherlich nicht. Allerdings, also wenn die Demokraten, also Biden es gewinnen würde, die Wahl, da würde sich sicherlich was verändern, wobei die USA, also auch TTIP ist ja nicht erst über Trump gescheitert, durchaus eine, sagen wir mal, nicht mehr sehr also handelsliberale Politik betreibt. Grundsätzlich also halte ich also ein Lieferkettengesetz auf nationaler Ebene, wir haben sowas ja auch in Frankreich oder in Holland, nur als zweitbeste Lösung. Weil wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt. Da bietet sich es eigentlich sich an, dass man ein europäisches Lieferkettengesetz hat. Und genau dieses ist auch angekündigt, dass wir im also Frühjahr des nächsten Jahres einen also Vorschlag dazu kriegen, wie die Lieferketten, wie Nachhaltigkeit und Arbeitnehmerrechte und soziale Rechte in Lieferketten entsprechend berücksichtigt werden sollen. Das ist meines Erachtens auch der bessere Ansatz, als das nur national zu machen. Nur national ist also allerdings deswegen notwendig, denn manchmal dauert es, bis es eine europäische Einigkeit gibt. Und da ist es sehr hilfreich, wenn Staaten sagen, wir sind aber fest davon überzeugt, also dass so ein Gesetz wichtig ist. Sehr engen Kontakt, also, oder wir versuchen einen möglichst engen Kontakt zu halten, weil also wir werden hier ohnehin von Lobbyisten also zugemüllt und also zugequatscht manchmal. Und da freuen wir uns immer auch. Also ich freue mich wenigstens, wenn wir da also auch vernünftige zivilgesellschaftliche Organisationen haben, die uns entsprechend mit notwendigem Detail- und Hintergrundwissen mit versorgen. Weil es ist immer so, ein Abgeordneter kann nur gut, so gut sein, also so gut er informiert ist. Und sich nur von der Regierung jeweils oder von der Kommission informieren zu lassen, ist einfach zu wenig. Und deswegen also stehen wir in engem Kontakt dazu. Teilweise ist das institutionalisiert. Wir haben beispielsweise einen regelmäßigen Austausch sehr breit im Parlament mit Fairtrade-Organisationen, die es in vielen Ländern gibt. Also auch da bemühen wir uns immer, möglichst eng im Austausch zu sein, weil umso besser, also zumindest umso informierter wird die Politik. Ob wir da besser entscheiden, das will ich jetzt nicht immer sagen.
aber wir können wenigstens uns nicht mehr rausreden, wir haben es nicht gewusst. Also ich glaube, dass darüber wird es nicht, also Europa abgehängt werden können, weil es setzt sich ja zunehmend, also bis auf Trump, also, aber in sein Gehirn möchte ich gar nicht reingucken, setzt sich ja die Erkenntnis durch, also dass also nur nachhaltige Produktion und klimaneutrale Produktion am Ende des Tages wirklich eine Wettbewerbsfähigkeit herstellt, weil alles andere so letztendlich zu sehr, sehr großen Schäden, zumindest wenn nicht sogar zum Untergang also führen würde. Deswegen ist es sogar eher ein also Wettbewerbsvorteil, wenn wir die Ersten sind, die also entsprechend klimaneutrale Produktionen also durchsetzen können oder zumindest CO2-arme Produkte im Übergang haben. Da, glaube ich, wird nicht also eine Gefahr draus, also die also dazu kommt, dass sich Europa, also dass Europa abgehängt werden könnte. Diese Gefahren sind eher dadurch, also dass wir, also glaube ich, im Moment in Europa eine Auseinandersetzung, ich mache es jetzt ein bisschen verplättet, zwischen Freihändlern, also auf der einen Seite und also diese, die der neoliberalen Globalisierung nachhängen, also Hauptsache wir reduzieren Handelsschranken, und denjenigen, also die sagen, also wir müssen viel mehr auf strategische Autonomie und setzen und damit Handelspolitik mit Industriepolitik verbinden, dass wir da nicht schnell genug dazu kommen, also das Letztere die Oberhand haben.